Hallo und willkommen bei diesem neuen Mini-Podcast-Format mit mir, Mariam Apparat. Und am anderen Ende der Leitung ist ja ausnahmsweise niemand, denn in diesem neuen Format, ich habe es für mich selber Maris in die Wundertüte getauft, möchte ich euch einfach in ein paar Minuten ja obskurere Indie-Spiele vorstellen, auf die ich durch Zufall gestoßen bin und wo ich mir denke, es ist wert, über die zu reden, aber ich finde einfach keine Zeit, wirklich Artikel über die zu verfassen oder Rezensionen. In dieser ersten Folge möchte ich über Four Lost Things sprechen, einem ungewöhnlichen Point-and-Click-Adventure, das in der Renaissance spielt und jede Menge Monty-Python-haften Witz versprüht. Zuerst ein paar Worte zur Geschichte. Wir spielen einen etwas armseligen Typen, der zu einer Kathedrale geht, um seine Sünde zu beichten. Doch aufgrund eines bürokratischen Problems ist das nicht möglich. Und zwar geht es darum, dass wir unsere Sünden alle in einem anderen Sprengel begangen haben. Einzige Möglichkeit, unsere Sünden zu beichten, ist es, alle Sünden derselben Kategorie, die wir bereits begangen haben, erneut in dieser Pfarrgemeinde zu begehen, damit, wenn uns dann einfach die generelle Kategorie erlassen wird, gleichzeitig die alten Sünden miterlassen werden. Und da wir im Laufe unseres Lebens es geschafft haben, alle sieben Todsünden zu begehen, machen wir uns einfach in das nächstgelegene Städtchen auf, um alle sieben Todsünden erneut zu begehen. Und das ist das eigentliche Ziel des Spiels. An der Geschichte merkt man bereits, dass das Spiel sich nicht allzu ernst nimmt. Es wird allerdings nicht nur in der Geschichte deutlich, sondern auch die lustigen Lösungen zu den Rätseln und die Gestaltung der Spielumgebung, finde ich, tragen sehr dazu bei. Reden wir vielleicht zuerst mal über die Spielwelt. Die setzt sich ausschließlich aus Versatzstücken von Renaissance-Gemälden zusammen, was ein sehr ungewöhnliches grafisches Bild ergibt und wirklich Eindruck macht. Für diese Grafik wurden Stücke von Renaissance-Gemälden ausgeschnitten und, um Animationen zu erzeugen, immer wieder in geringfügig anderer Pose abfotografiert. Also in Stop-and-Go-Technik, so wie man das als Kind macht, wenn man selbst Filme mit seinen Lego-Figuren erstellt. Oder wie das eben Animationsfiguren mit Knetfiguren machen im professionelleren Bereich. Ich fand das vor allem deshalb interessant, weil man so viel bewusster auf die Gemälde achtet, die man sicher irgendwann einmal im Schulkunstunterricht gesehen hat, und man entdeckt viele neue lustige Details. So gibt es in der Stadt zum Beispiel eine Arztstube, die allerdings eher einer Folterkammer gleicht, und ich hätte damals sicher nicht krank sein wollen. Highlight in dieser Arztstube für mich war ein kleines Äffchen zum Beispiel, das am Boden sitzt und spielt und in Four Lost Things die Rolle eines Wachhunds übernimmt, den man überlisten muss. Oder es gibt zum Beispiel auch ein schönes Landschaftsszenario, in das ein schwebendes Ei eingefügt wurde, auf dem eine Musikertruppe sitzt und fröhlich vor sich hindudelt. Und der Teil mit dem schwebenden Ei stammt eben aus einem Hieronymus Bosch-Gemälde, das einfach in das andere Bild eingefügt wurde. Sehr konsequent und gut bedacht fand ich auch, dass sich immer, wann Musik spielt, tatsächlich ein Musiker im Bild findet, so wie eben zum Beispiel diese Truppe auf dem schwebenden Ei, an einem anderen Bild ein Lautenspieler und so weiter. Und die Musik stammt auch passend aus derselben Epoche. Es wird also im Spiel nur Renaissance-Musik gespielt. Und wer dann aber auch genauer wissen will, aus welchen Gemälden die Spielkulisse zusammengestückelt wurde, kann sich in einer Gemäldegalerie im Spiel kunstgeschichtlich weiterbilden. Dort sind nämlich die unverfälschten Originale zu sehen. Und dann ist deren Titel dort aufgelistet und auch der Autor, was ich sehr nett fand. Und da habe ich mich auch ein bisschen durchgeklickt und einiges Neues gelernt, muss ich sagen.
Ja, ein letztes muss ich noch zum kunstgeschichtlichen Aspekt des Spiels sagen, dann gehen wir weiter zur Spielmechanik, versprochen. Und zwar geht es um den Titel des Spiels. Four Last Things bezieht sich nämlich auf ein Gemälde von Hieronymus Bosch, das die vier letzten Dinge im Leben eines Christen darstellt, nämlich Tod, das letzte Gericht, das ewige Leben im Himmel oder die Verdammnis in der Hölle. Ich finde es somit sehr schön, dass sich im Titel genau die zwei größten Aspekte des Spiels widerspiegeln, nämlich grafisch und akustisch die Renaissance und andererseits auch der geschichtliche Aspekt, in dem es hauptsächlich um kirchliche und christliche Themen geht. Aber jetzt reden wir noch über die Spielmechanik. Und zwar ist Four Last Things, wie ich eingangs erwähnt habe, ein Point-and-Click-Adventure. Es ist ein recht einfaches Point-and-Click-Adventure, muss man sagen. Also man geht eben umher, indem man auf die Position klickt, zu der sich die eigene Spielfigur bewegen soll. Dann klickt man auf Personen oder Interaktionsgegenstände und kann, wie man es von späteren LucasArts-Titeln gewohnt ist, mit den Symbolen Auge, Hand und Mund auswählen, was man tun möchte. Auge steht dafür, eben Dinge oder Personen anzusehen und zu betrachten. Wenn man das Handsymbol wählt, kann man Personen anfassen, Dinge nehmen und einstecken. Und der Mund steht eben für alle Aktionen, die man mit einem Mund ausführen kann, reden, essen und so weiter. Es gibt so ein Inventar, in das man Dinge stecken kann, aber auch das ist recht einfach gehalten und übersichtlich. Also ich hatte, glaube ich, nie mehr als ein paar Gegenstände im Inventar und ich kann mich auch nicht erinnern, dass man jemals Dinge kombinieren müsste. Dazu passt auch, dass die Rätsel nie wirklich kompliziert oder langwierig werden, aber manchmal muss man ein wenig um die Ecke denken, was eben ja auch wieder zu dem Fokus des Spiels passt. Also ich glaube, dass die meisten circa 1 bis 2 Stunden brauchen werden, um alle 7 Todsünden zu begehen und das Ende des Spiels zu erreichen, wenn man nicht wirklich irgendwo total auf der Leitung steht und hängen bleibt. Aber mich hat eigentlich, dass die Rätsel so einfach sind, gar nicht gestört, weil eben der Fokus des Spiels eher auf der ungewöhnlichen Präsentation und dem absurden Humor liegen, als jetzt wirklich eine spielerisch herausfordernde Erfahrung zu bieten. Und das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles, was ich zu dem Titel zu sagen habe. Also Four Last Things kostet auf Steam aktuell um die 8 Euro, ist aber in Sales inzwischen öfter mal vergünstigt. Ich selbst habe es im letzten Steam Summer Sale um ja, etwas unter 5 Euro gekauft. Und habe es wirklich nicht bereut. Ich habe mich in den 1,5 Stunden, die ich gebraucht habe, um es fertig zu spielen, wirklich köstlich unterhalten und habe das Gefühl, auch was Renaissance, Kunst angeht, einiges dazugelernt zu haben. Und falls ihr jetzt Lust auf das Spiel gekommen habt, nach dem, was ich euch davon berichtet habe, würde ich sagen, holt es euch auf alle Fälle, es lohnt sich. Am Ende des Podcasts möchte ich noch kurz sagen, ich freue mich natürlich jederzeit auf Feedback und eure Kommentare. Kennt ihr das Spiel? Habt ihr andere Nischenspiele oder Indie-Spiele, die ihr gerne mögt und die ich mir mal anschauen könnte? Vielleicht wollt ihr mir ja Dinge empfehlen. Was sagt ihr generell zu dem Format? Lasst es mich einfach mit einem Kommentar auf unserer Website oder auf YouTube wissen. Wir freuen uns natürlich auch immer auf einen Daumen nach oben unter unserem YouTube-Video. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.